Herzlich willkommen bei Durchstarter, dem Karrieremagazin der Salzburg AG. Ohne Internet, ohne Fernsehen können wir uns ein Leben kaum mehr vorstellen, doch die Frage ist, wie kommt es in bester Qualität zu Ihnen nach Hause? Michael Reiter ist Kommunikationselektroniker und hat seine Lehre gerade abgeschlossen und was seinen Job so spannend macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Grüß euch, ich bin der Michael Reiter, habe gerade die Lehre als Kommunikationstechniker abgeschlossen und zu unseren drei Hauptaufgabenbereichen zählen eben einmal die LWL-Technik, die Koaxialtechnik und eben die Funktechnik. Und wir befinden uns jetzt gerade am Geisberg, wo wir eben einen Empfangspegel von der Richtfunkantenne kontrollieren. Die Kommunikationstechniker der Salzburg AG sorgen dafür, dass die Salzburger ein perfektes Internet- und TV-Signal erhalten. Wir haben da jetzt eben ein Multitool, mit dem misse ich jetzt die Spannung auf der Rückseite von der Antenne. Genau. Schaut jetzt aus, als wenn das Signal passt, also ist alles in Ordnung. Für Michael geht es runter vom Sendemasten am Geisberg, rein in die Stadt Salzburg und direkt aufs Dach der Salzburg AG-Zentrale. Hier stehen zahlreiche Parabolspiegel, die das Satellitensignal empfangen. Und wir müssen da jetzt eben Signalstärken und Signalqualität messen, damit es eben in der Kopfstation verarbeitet werden kann. Also wir sind da jetzt in der Bayerhammer Straße an der Kopfstation. Da ist zwar ein bisschen laut, aber unsere ganzen Komponenten müssen eben immer gekühlt werden. Und ich stelle jetzt eben einen Sender ein, dass das ideale Signal eben in unsere äußeren Kopfstationen geschickt werden kann. So, also das haben wir jetzt alles richtig eingestellt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Spleißen funktioniert. Sprich, Lichtwarnleiter verbinden, was alle Lehrlinge eigentlich cool finden, weil es das sonst nirgends gibt, außer bei uns. Über Lichtwellenleiter wird das Fernseh- und Internetsignal direkt zum Kunden übertragen. Also dort, Lichtwellenleiter sind eben sehr dünn, haben eben nur 9 Mikrometer im Durchmesser. Die Faser wird abgemantelt und mit Alkohol gereinigt. Und eben danach muss man die Faser, dass sie eben genau 0 Grad gebrochen ist, dass man es zusammenspleißen kann, mit dem Brecher genau auf 0 Grad brechen. Mit einer Hochspannungselektrode werden die Fasern zusammengespleist. Was rauskommt, ist eben eine fixfertige Faser, was zusammengespleist ist und eben ans Internet übertragen werden kann. Für ein perfektes Signal patcht Michael im Technikraum des Kunden die Verbindung auf. Und zu guter Letzt sind wir eben beim Kunden. Es ist eben recht lässig, weil wir viel unterwegs sind und müssen dort ein Signal messen, dass es eben beim Kunden am besten passt. Und das ist eben das, was viel Spaß macht an unserem Beruf, weil wenn wir einen zufriedenen Kunden haben, wir einen sehr abwechslungsreichen Beruf haben und eben weit umeinander kommen. Wenn Sie sich für eine Lehre in der Salzburg interessieren, alle Informationen diesbezüglich gibt es natürlich auf unserer Website. Gerade in Homeoffice-Zeiten ist schnelles und zuverlässiges Internet ganz besonders wichtig und mit Fiber to the Home bringen wir Glasfaser-Internet zu Ihnen nach Hause. Wie der Job des sogenannten Einbläsers ganz genau funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wolfgang Ebner sorgt für richtig schnelles Internet. Seit rund 6 Jahren arbeitet er bei der Salzburg AG als Partieführer beim Einblastrupp, den Männern, die das Glasfaserkabel durch kleine Rohre durch das Versorgungsgebiet einschießen. Also wir haben den Auftrag bekommen, FTTH-Ausbau, Hansbergrücken. Dafür werden wir jetzt dann in unser Glasfaserkabel die Minirohre bei unserem EKW auflegen und dann Richtung Obertrum starten. Bei diesem Projekt werden Kunden aus den drei Orten Berndorf, Seeham und Obertrum mit FTTH, sprich Fiber to the Home, bis nach Hause mit Glasfaserkabeln versorgt.
Nach dem Beladen des LKW geht es für Wolfgang und den Einblastrupp nach Obertrum. Dort wird die Baustelle erstmal gesichert. Dann mit dem Kran die Minirohre abladen, die Maschine abladen. Danach werden wir den Schacht öffnen. Durch die starken Regenfälle der letzten Tage werden wir den Schacht auspumpen. Danach werden wir die Maschine anschließen. Bei der Maschine fangen wir als erstes mal an mit dem Schlauch, der was auf den Leerschlauch draufgemufft wird. Danach wird oben die Luft angebracht für den Antrieb. Wir haben einen pneumatischen Antrieb und einmal die Luft für das Rohr. Das Rohr wird geflutet mit Luft, damit die Röhrchen schweben, damit die so wenig wie möglich Reibung haben. Beim Einblasen fangen wir jetzt damit an, dass wir das erste Mal den Schlauch testen. Wenn es der richtige ist, wird das erste Mal die Luft aufgedreht auf 3-4 Bar, damit wir die ganzen Wasser, Steine, alles rausbringen aus dem Schlauch. Danach wird ein Schwamm eingebaut, wird noch ein Schwamm durchgeschossen, damit es den Rest noch mitnimmt, damit keine Überreste mehr im Schlauch bleiben. Anschließend werden die vier Minirohre in die Maschine eingeführt, gut fixiert und abgedichtet, damit die Luft bei 16 Bar Druck nicht entweichen kann. Bis zu 120 Meter in der Minute schafft die Maschine. Einblasen können wir in die Länge bei den Minirohren bis zu 2 Kilometer. Das ist die Länge von der Trommel. Sobald die Minirohre eingeblasen sind, kommt der Mini-Kabeljet zum Einsatz. Bei dem Mini-Kabeljet schießen wir das Mini-Kabel dann ein. Da haben wir 24 bis 144 Fasern. Das Mini-Kabel ist ungefähr von den Längen her, können wir bis zu 3 Kilometer, ist so realistisch, was noch machbar ist, einschießen. Sobald wir das Minikabel dann drin haben, legen wir die Überlängen ab und dann kommen die Spleißer und die Spleißer fangen dann an, da Muffen zu machen und für die Kundenkabel aufzuspleißen. Besonders viel Spaß macht mir eigentlich die Abwechslung, weil wir haben im ganzen Land Salzburg und auch natürlich in Schladming, überall auf die Skigebiete, wir sind auf den Bergen unterwegs. Es gibt eigentlich fast kaum Platz, wo wir nicht unterwegs sind und das finde ich eigentlich richtig interessant bei uns. Wurde die Glasfaser erstmal eingeblasen, fängt die Arbeit des Spleißers an. Präzision und Fingerspitzengefühl sind bei dieser Arbeit an der Tagesordnung. Johann Holzweber ist auf dem Weg ins Zentrallager der Salzburg AG. Seine Mission: Modem und Patchkabel. Warum? Johann ist Spleißer bei der Salzburg AG. Ein Mann mit Fingerspitzengefühl. Denn er verbindet haarfeine Glasfasern und die sorgen für extra schnelles Internet. Mit FTTH, sprich Fiber to the Home, bringt Johann das Glasfaserkabel bis zum Kunden direkt nach Hause. Mir macht Spaß, die Abwechslung, was ich habe. Wir sind im ganzen Land Salzburg unterwegs, sehr abwechslungsreich und sehr interessante Arbeit ist. Ja, und unterwegs ist Johann auch heute. Mit seinem Kollegen Andi geht es nach Obertrum. Hier wartet Familie Unterberger auf ihren Glasfaseranschluss. Im Verteilerschrank befinden sich zwei Kabel. Eines, das zum Kunden geht und eines, das vom Netz kommt. Das Kundenkabel besteht aus 2 Röhrchen und das Netzkabel aus 8 Röhrchen, in denen die Glasfasern sind. Bevor die bunten Röhrchen aber sichtbar werden, muss Johann die Kabel erst mit einem Reißfaden abmanteln. Immer mit dabei im Spleißbus, ein Klapptisch und natürlich der Spleißkoffer. Dann legen wir es in Kassetten an, wo die Faserlänge drin ist, was wir zum Spleißen brauchen. Bei den Fasern ist eine Schutzschicht um, die was wir dann runterziehen müssen. Und dann werden sie geputzt. Nach dem Putzen werden sie mit einem Diamantschneider gerade gebrochen. Dann, wo wir die Schutzschicht abgezogen haben, da kommt dann ein Röhrchen drüber mit einem Schrumpfschlag und Störstift drin, dass der Spleister nicht brechen kann und es wird dann geschrumpft. Die Fasern haben unterschiedliche Farben, damit Johann weiß, welche Fasern zusammengespleist werden müssen. Dann haben wir eine Kassette, legen wir an die Faserlänge, wird dort wieder angelegt und ordentlich versorgt. Anschließend spleißen Johann und sein Kollege die Übergabebox im Keller der Kunden. Da kommt auch das 24er Minikabel und geht weiter ein Inhouse-Kabel dann zum Modem. Dann werden wir zuerst das Kabel ansetzen,
Da werden jetzt nur zwei Fasern durchgespleist. Das heißt, sprich einmal fürs Internet, einmal fürs Fernsehen. Die Fasern werden wieder gereinigt, mit einem Diamantschneider gebrochen und verspleist. Und dann hinten noch werden die Fasern noch durchgemessen, ob die Strecke von Kunden bis zum FTTH-Knoten passt. Wenn das Modem grünes Licht gibt, haben die Spleißer einen guten Job gemacht. Die Kunden können dann gleich ihre Geräte ausprobieren, fernsehen und natürlich extra schnell im Internet surfen. Das war Durchstarter, das Karrieremagazin der Salzburg. Und alle Informationen zu Jobs in der Salzburg finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.